Moin Moin, ich bin Tizian und wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge Fallout 4. Sanctura heißt es, ne? Genau. So, jetzt ist ja hier. Guck mal, wer da vorne ist. Da ist doch ein alter Bekannter. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du! Du bist es wirklich! Cotsworth! Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Er ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Das ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? 200 Jahre? Hast du eigentlich etwas mehr als 210, Sir? Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal halten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen. Was? Schwer ist jemand zu überwinden. Alles klar. Kein Essen. Essen beschaffen. Cosgrove, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Nee, ist schwer. Schwer. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Das klingt gut. Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Sehr schön. Was entdeckt? Der ist auch... eigentlich ist er eine krasse Kampfmaschine, ne? Wenn man sich das mal anguckt. Jo, alles klar. Außer ein paar Fliegen. Ein paar. Meine Sensoren ein paar Fliegen, die ziemlich groß sind. Kommen Sie mit! Ja, alles klar. Ich folge ihm jetzt einfach mal. Also wir werden hier die... Also ich werde jetzt erstmal bis zur anderen Stadt. Erstmal das Looten so ein bisschen außer Acht lassen. Und bei der anderen Stadt werden wir dann so richtig... nachdem wir die andere Mission gemacht haben und so ein bisschen hier unsere Zentrale eingerichtet haben...
geht das los. Orte feindliche Lebensformen. Alter, hat er da einen Flammenwerfer geschmissen? Pech gehabt. Oh, er hat die Hütte angezündet. Beinahe angezündet. Hey, Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean sind immer noch nicht da, ne? Oh, ein Strohkissen, das ist schön. Dann können wir uns irgendwann mal drauflegen und eine runde Schlummi machen. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Ne, hier ist auch nichts so richtig. Also, klar sind hier viele Sachen, die man irgendwie mitnehmen kann. Aber leider nicht. Leider nicht meine Frau, beziehungsweise mein Sohn. Wobei, Frau ist ja eh klar. Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean. Sie sind nicht hier. Ne. Komm schon, Cotsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Concord. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Bleibe hier und sichere die Heimatfront. Auf jeden Fall. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee. Mach das. Gut. Ich werde mal rübergehen nach Concord. Und hier werden wir tatsächlich... Ich freue mich schon sogar ein bisschen drauf. Ah, guck mal. Hier ist diese Werk... Ah, hier ist... Ah. Hier kann man Rüstung herstellen und all so ein Kram, ne? Sauber. Oh fuck, was habe ich jetzt denn gedrückt? Achso, Inventar. Ohne Extras? Ohne Extras? Behandlung? Was ist das alles, was ich hier gerade mache? Achso, ich habe jetzt hier reingeklickt, ne? Und hier kann ich dann quasi verwerten, umbenennen? Was kriege ich denn beim Verwerten raus? Ah, Stoff. Also sind die Anzüge doch interessant, um daraus dann Stoff herzustellen. Ne, das wollte ich nicht, sondern... verwerten und jetzt habe ich nochmal wieder Stoff gekriegt. Und wenn ich jetzt den Anzug modifizieren möchte, ohne Extras, dann brauche ich Leder, Gummi, bla bla bla. Ah, okay. Oh, geil. Krass, soweit war ich das erste Mal noch gar nicht. Also, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber das ist ja mega interessant. Okay. Hier ist, glaube ich, hier kann man dann seinen Poweranzug, genau, seine Powerrüstung reinstellen. Das ist richtig nice. Und da ist Klebeband drin und so weiter und so fort. Wir können doch auch Sachen hier rein transferieren, ne? Weil ich muss ja nicht alles, was ich jetzt dabei habe, mit mir rumschleppen. Weil hier, guck mal, Klemmbretter, Aschenbecher, aufbereitetes Wasser, Bierflasche. Aufbereitetes Wasser? Annehmen? Aufbereitetes Wasser nehmen wir mal lieber mit. Bleistifte, das packen wir alles mal darüber. Den Ehering behalten wir mal. Gut erhaltene. Hey Schatz, das ist diese Aufzeichnung, ne? Die behalte ich auch mal in der Tasche. Die Kaffeetassen auf jeden Fall rüber. Wie viel passt denn da rein in so eine Box? Das können wir auf jeden Fall alles mal rüberlegen. Dann habe ich das nämlich nicht, dann habe ich das nicht in meinem Inventar, ne? Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwas anderes hier noch mit reingelegt habe. Oh, die Stinkpads behalten wir. Die sollten wir nicht da reinlegen. Die behalten wir. Stroh, das kann da rein, das kann da rein. Den habe ich an, ne? Genau. Achso, ja, stimmt. Das Quadrat davor bedeutet, dass ich es anhabe. Alles klar. Vorkriegsgeld. Hm, interessant. Ja, weg, Zigaretten. Ein Schlagstock behalte ich. Einen auf jeden Fall. Und eine Pistole kann auch da rein. So, dann haben wir doch deutlich weniger im Inventar. Und können deutlich mehr looten. Das ist doch cool. Und haben das schon mal so ein bisschen in eine Kiste gepackt. Wo wir wissen, wo es ist. Das hier ist auch eine Werkbank, ne? Eine Werkstatt. Was kann... Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Ah, okay. Du wechselst mit den Pfeilen zwischen den Objekten mit Witz so...
Das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das Gewebe grün erscheint, drücke E. Ah, cool. Struktur? Struktur Metall, Beton, Stahl, Türen, Zäune. Das ist ja richtig nice, was hier alles so geht. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz. Schutz? Hm. Ressourcen? Was kann man denn unter Ressourcen machen? Ah, Wasser, Essen, Sonstiges. Was ist denn? Gartenfeld, Plunderstation. Das ist ja richtig krass, ne, was man hier alles machen kann. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Läden? Verkäufer? Rüstung? Was ist denn das? Generiere ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Generiere ein von der Gesamtbevölkerung. Macht Siedlungen zufriedener. Ah, cool. Lokaler Anführer. Achso, das ist das, was ich dafür benötige, ne? Den Rang lokalen Anführer brauche ich und dann auch noch Meisterhändler, damit ich das überhaupt bauen kann. Ja, richtig nice. Und die Haufen Kronkorken brauchen wir dafür, sehe ich gerade. Das ist ja richtig krass, was hier geht. Herstellen. Ich will mich da jetzt auch nicht so sehr rein vertiefen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das schon hammergeil ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, stimmt. Und solange man in einer Stadt ist, sind ja, glaube ich, die Werkbänke mit dem Inventar irgendwie verbunden, ne? Wozu braucht man denn Käfige? Große Käfige? Zum Freilassen der Kreaturenergie. Ach so, damit kann man... Ah. Okay. Auch interessant. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so vertiefen, ne, in diese ganze Crafting-Geschichte, aber als ich das gesehen habe und ich habe ja auch so ein bisschen zwischen dem, wo ich das Spiel gestreamt habe, bis jetzt bis zur Aufnahme ein bisschen im Internet geguckt, was man so alles machen kann. So hier und da mal einen Guide ein bisschen angelesen. Daher wusste ich das auch mit der Skillung schon so ein bisschen. Und ja, da will man dann halt mal reingucken kurz, ne? Oh, da liegen noch Patronen drin. Sehr schön, die nehmen wir gerne mit. Patronen sind immer gut. Obwohl das jetzt andere Patronen waren, als die, die ich jetzt gerade in einer Waffe habe, ne? Splittergranate. Verbandsschere nehmen wir auch mal mit. Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu der Tankstelle. Da vorne liegt jetzt gleich einer von den Raidern rum. Den können wir auf jeden Fall ein bisschen seine Ausrüstung abnehmen, seine Kleidung. Der ist nämlich noch ein bisschen besser erhalten, der Kollege, ne? Die Patronen. Das nehmen wir. Die Waffe und Gammler Outfit. Das ist ein Raider. So, jetzt gucken wir mal rein in unser Inventar. Jetzt können wir nämlich die Ausrüstung, Bekleidung. Da ziehen wir jetzt nämlich das Gammler-Outfit an. Und eine Waffe können wir eine andere nehmen, ne? Könnte man eigentlich die Waffen irgendwie anders noch durchwechseln, außer hier im Menü reinzuklicken? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Ich nehme erstmal die Pistole. Mit der Pistole bin ich bis jetzt immer ziemlich gut ausgekommen. Oder ziemlich gut klargekommen. Und deswegen behalten wir die erstmal. Die hat uns auf jeden Fall schon treue Dienste geleistet im Vault. Hier ist die Tankstelle. Guck mal, wer da ist. Begrüß den Hund. Hallo. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Alles klar, hey. Ich hab einen Hund. Wie geht's dir, Kumpel? Man kann ja auch Tricks mit ihm machen, ne? Pass mal auf. Hallo? Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Zeig mal was. Sehr schön. Ach ja, stimmt. Und handeln kann man mit den Tieren auch. Dann kann man nämlich deren Inventar benutzen. So, lass uns mal hier gucken, was wir hier so haben. Ah, da ist auch nochmal eine Power-Anzug. Was hast du gefunden?
Ah, Rüstungswerkbank hat er gefunden, okay. Und da sind nochmal Patronen drin. Ein Bunsenstativ. Ah, ein Bunsenstativ. Na komm, lass uns mal weitergehen. Was hast du denn gefunden noch, außer die Rüstungswerkbank? Du hast mir noch da gerade eben, hattest du da was, das was zu essen? Ach, das ist eine Kochstation. Ah, cool. Holz? Warte mal, ich höre ein Geräusch. Das ist nicht gut, dass ich das Geräusch höre, welches ich gerade höre. Seht ihr, was ich meine? Ich bin nämlich eh so ein A-Schütze. So ein 1A-Schütze. Der so richtig gut schießen kann. Und dann verbrauche ich auch immer so viel Munition beim Schießen. das war ganz schön knass. Krass. Wo ist denn eigentlich, wo ist denn jetzt Doc Meat hin? Bist du verletzt? Hey. Ne, dir geht's gut, alles klar. Hier liegt überall noch. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. So, meine Freunde, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.